Jan wirkt nervös. Ja, sehe ich auch so. Haben wir hier geblockt? Irgendwas ist hier. Irgendwas spürt ihr es auch bei Jan? Das ist nicht der gleiche Jan. Er sieht auch ein bisschen runtergeranzt aus, ehrlich gesagt. Wir challengen ihn einfach mal. So, okay, da kommt die Challenge. Ich mache hier mal auf lautlos. Oh. So. Wo ist die Herausforderung? Nee, da ist noch keiner. Da. Okay, Moment, ich mache hier. Okay. Ist auch irgendwie für die Moral immer ein bisschen blöd, dass Jan immer anfängt mit Weiß. Er holt sich immer als erstes einen Sieg gegen mich und dann bin ich erst dran. Oh, er spielt direkt sowas Komisches. Das weiß ja niemand, wie man darauf reagiert. Ich mach D5. Keine Ahnung, was er sich ausgedacht hat. Erstmal Jan entbannen. Ist Jan gebannt gewesen? Nee. Okay. Wir machen das so. Hier ist doch auch schon mal. Ah, sorry, Nicola, mach erstmal. Ich muss mich konzentrieren hier gegen diesen fiesen Kerl. Jan Gustafsson. Der sich sein ganzes Leben, das muss man sich einfach auch mal vorstellen, sein ganzes Leben lang auf mich vorbereitet hat. Ja? Wirklich, das gesamte Leben. Nichts Besseres zu tun gehabt, als mich zu schikanieren. Jetzt wieder die Frage. Hier schlagen. Ja, ich sehe ihn. Dann kommt wahrscheinlich der oder der. Deshalb denke ich, ich hatte nur ein bisschen Gedanken wegen dem hier, dem Rückzugspunkt. Jan ist ein Schurke. Manche würden sogar sagen, er ist ein Halunke. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Warte mal, wo war denn das Mic? So. Doppelter Angriff. Doppelte Verteidigung. Bisschen offensiv schon wieder hier im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte. Dann ist es eine Tschüss-Läufer-Situation. Sehe ich das richtig? Oha.
Hört ihr, dass es so ein leichtes Rauschen gibt oder bin ich das? Hört ihr das gar nicht? Ist es komplett ruhig bei euch, wenn ich ruhig bin? Das würde mich mal interessieren. Ah, ich habe nämlich hier so einen ganz leichten Ausschlag. White Noise. Ja, nee, das Threshold, wenn man es ausmacht, dann hat man, das ist auch doof. Weiß nicht, vielleicht. Nee. Ich wüsste gerne mal, wo das herkommt. Ich höre es ja auch. Ich glaube, es ist einfach. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Könnte hier hingehen. Oh, jetzt hätte ich schon fast wieder den Fehler gemacht, Alter. Oh, ich bin so krass, ne? Ich hätte schon fast wieder geblundert. Ich wollte den Springer dahin, dabei habe ich den ja gerade hier reingeschoben. Damit die Dame. Okay, er geht dahin, backt den zusätzlich. Ich schlag. Muss ich doch. Ist da schon wieder irgendeine ausgerechnete Scheiß-Austauschsequenz, die mich jetzt komplett zerfickt?
Aber wenn ich nicht, oh ja, du musst dann auch zurückschlagen, kannst nicht einfach den Bauern da mir geben. Einfach wieder zurück. Boah, ich hab Schiss, wenn die Dame vom Jan so krass vor meinem König steht. Das macht mir direkt Sorgen. Ah, das habe ich mir gedacht. Ich überlege gerade, Dame dahin und dann gehe ich hier hin. Er kann, könnte nach der Rochade nicht zurückschlagen. Wäre das eine Idee? Schon 12 Züge überlebt. Ah, du mieses Schwein. Starkes Feld hier. Greift die Dame an, bewacht gleichzeitig dieses Feld, greift aber auch mein Läufer an. I don't like it. Ich schlag, er schlägt. Bringt mir nichts, ne? Den werde ich wohl verlieren. Damit dahin geht nicht. Damit dahin. Er schlägt. Ich schlage, er rochiert. Bringt alles nichts, ne?
Tja, die Idee war nicht schlecht, aber was willst du machen, gell? Nein, geblandert, fick dich, nein, ja, fuck, ah, so ein schönes Match, Mann, 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 Bis dahin Mann. starke Partie. Und wir gucken in die Analyse. So, Spanner 3, wie gesagt, nicht mit besonders tiefen Intentionen gespielt. Meistens will ich auch dann D4, C4 folgen lassen. Bauer nach D5, okay, besetzt das Zentrum, wie wir es kennen. Bauer nach D4. Bauer nach F5 kann man machen, ist ein bisschen riskant, weil es halt erst den Lauf entwickelt und nicht erst den Springer. Und hier den Damenflügel bisschen aus den Augen lässt. Und auch sehr schnell rauskommt. Kann manchmal aggressiv werden, aber kein schlechter Zug. Im Zweifelsfall sonst hier Spanner F6 und wenn ich Bauer nach C4 spiele, aber Läufer F5 in Ordnung, Bauer nach C4, Bauer nach E6, hier Dame nach B3 hatte ich erwähnt, wäre der direktere Weg zu versuchen, das zu bestrafen. Aber nach Spanner nach C6 ist die Chance, soweit ich weiß, nicht besonders. Also Springer nach C3, jetzt ist gängiger, das Zentrum weiter zu stützen mit Bauer nach C6 oder Springer F6. Hier gibt es auch noch Theorie, keine Ahnung, Springer H4, irgendwas. Läufer nach B4, setzt auf die Läufer, lässt die Springer hinten drin. Und ich habe mehrere Möglichkeiten, Kompi soll erst hier schlagen, erst vielleicht genauer, weil in der Partie, ich habe erst einmal nach B3 gespielt, habe mich dann ja genervt, dass wenn ich hier schlage, die Dame zurückschlägt. Deshalb vielleicht. Erst C schlägt D und dann Dame B3. Bisschen genauer. Spanner C6. Das Computer will sich bescheiden entwickeln. Aber ich wollte das angreifen. Läufer nach G5. Gibt Schwarz mehrere Möglichkeiten. Und ja, der beste Zug, was ich auch kurz erwähnt hatte, wahrscheinlich hier. Der Gegenangriff. D schlägt C4. Ich attackiere seine Dame, er attackiert meine Dame. Ich habe zurückgeschlagen. Ich dachte, ich stehe ein bisschen besser. Wieder wegen mehr Bauern im Zentrum. Und dann als nächstes E3, Läufer E2. Aber kann machen. Ah, jetzt änderst du schon einmal, okay, ne? Computer, jetzt sagt er gleich Springer GE7. Hier wieder das Übliche. Ich habe doch gesagt, im Zweifelsfall immer Springer F6. Ja, Zentrum steht halt unter Druck, ne? Ah, Springer F6, auch noch okay. Bauer nach E3. Und jetzt Bauer nach H6 provoziert mich doch sehr, mich hier zu bedienen. Also ich dachte, kurze Rochade. Wonach ich mir nicht so sicher war, ob ich den Bauern hier schnappen kann. Ah, Stockfisch sagt. Auch hier darf er mich bedienen. Aber jetzt schwarz ein bisschen im Spiel, bin ich tatsächlich nicht sicher. So, so. So, so. Aber okay, es scheint besser zu sein für Weiß. 0,7 oder was auch immer. Wie kann ich es vermeiden? A5 ist schwer zu deep für mich. Hier A4 zu spielen oder was? Schlägt, schlägt, schlägt. Ah, dann Bauer nach A4.
Beeindruckend. Okay. In der Partie kam auch noch H6. Das lädt mich halt sehr dazu ein hier. Mich im Zentrum durchzufressen. Läufer schlägt. Vielleicht war Bauer schlägt das geringere Übel. Man will den Doppelbauern zwar nicht, aber dann ist der Kollege hier noch verteidigt. Nach Dame schlägt F6. Ist der arme Zentralbauer wieder weg. Und hier ist Schwarz nicht wirklich rechtzeitig dafür, Spiel zu kriegen. Meine Dame kann halt immer entwischen. Nach Läufer E6 läuft sie hier weg. Nach Turm D8, wie es in der Partie kam, geht sie zurück. Und es ist nicht nur der Bauer, sondern eben auch die Zentrumskontrolle, die ich jetzt habe, die das Leben für Schwarz schon wieder recht schwer macht. So, der weiße Job ist, nachdem ich ja die Mitte ja schon habe, jetzt den König in Sicherheit zu bringen. Läufer E2 und kurz hoch Rade und Dame nach G6, greift den Bauern an. Aber erlaubt mir halt, hier den Läufer zu neutralisieren mit Springer H4. Und hier, ihr seht die Computerbewertung, obwohl ich nur einen Bauern mehr habe, ist schon sehr, sehr hoch. Weil ich eben auch das Zentrum habe und den Druck ziemlich schnell erhöhen kann hier auf die schwarzen verbliebenen Bauern. Läufer nach D6. Logischer Zug, bringt den Läufer in Angriffsposition. Aber gibt mir einen weiteren Bauern. Kann ich natürlich nicht widerstehen, Dame schlägt B7. Hätte so probieren können, wenn ich dann hier den Springer schlagen würde, wäre es ein Callback zur letzten Partie. Der gemeine Läuferabzug. Läufer schlägt H2. Und auf einmal ist die Dame weg. Hätte ich wahrscheinlich gesehen. Und diese Diagonale blockiert. Aber wäre noch ein guter, praktischer Versuch. Wenn der Zug in der Partie auch ein praktischer Versuch ist, aber etwas zu direkt. Dame nach H5. Droht Schachmatt, aber stellt die Dame auf ein Feld, das ich kontrolliere. Das hätte ich gesehen. Grundsätzlich matt drohen eine gute Idee, weil ich danach einen Mausslip oder einen Missklick, was auch immer, vom Matchverlust entfernt bin. Aber hier ist der Preis recht hoch. Und das ist der Preis trotzdem will ich in so einer Situation nicht aufgeben. Wenn er matt in einem droht, muss er nur abrutschen auf dem Feld G4 oder F3 oder irgendwas klicken. Und zack, Schachmatt. Aber ich hätte die Dame weggenommen. Außerdem will man ja auch nicht durch einen Abrutschfehler gewinnen. So, trotzdem gute Partie. Hätte ich alle Figuren rausgebracht. Und die Rochade geschafft. Nächster Step. Aber ist auch schwer mit Schwarz. Ist auch wirklich schwer. Ist dann dabei, das Zentrum intakt zu behalten. Nichts leichter als das. Okay. Spielen wir noch eine. Natürlich nur. Was soll ich sagen? Schade, schade, schade. Schade, dass ich geblandert habe. Ich hätte natürlich verloren, aber es war irgendwie eine geile Partie. Ich hätte gerne noch gespielt. Mach's nix. Es bleibt spannend.